So, ich hoffe, die Videoszene ist gut gewesen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich habe mal wieder Lust drauf, dass wir einfach jeden Sonntag einfach so einen geilen Vlog machen, wo ich euch mitnehme und immer ein gewisses Thema habe und immer einfach mal über den Tag zeige, was ich so esse, wie ich trainiere, dass ihr einfach da mal ein bisschen Input habt. Und gleichzeitig haben wir immer ein gewisses Thema, damit wir so eine, ja, dass wir so Informationsvideos mit einem Vlog kombinieren. Und dann haben wir, glaube ich, am meisten Input drin. Im heutigen Thema reden wir über Muskelaufbau und die drei Gründe, warum die meisten Menschen eigentlich Probleme beim Muskelaufbau und nicht ganz so zufrieden sind. Ja, let's go. So drauf, das zu essen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ein Vollkorn-Toastbrot genommen, dann habe ich Eier genommen und mein Lieblingsproteinpulver von Prozis, habe das dann gemixt, dann reingemacht in die Pfanne auf mittlere Hitze. Ja, und dann war's das. Dann habe ich noch ein paar leckere Erdbeeren und eine sehr geile Quarksoße. Die habe ich bei Instagram auch rein verlinkt. Also, wenn ihr mir da nicht folgt, da bringe ich täglich mein Essen rein. Also, folgt mir auf jeden Fall. Wir fangen jetzt an, über drei wichtige Tipps zu reden. Und ich will jetzt nicht solche langweiligen Tipps nehmen, wie ihr müsst viel schlafen, ihr müsst genug Proteine zunehmen und Kalorienüberschuss. Das sind so die Grundlagen, die weiß Der erste wichtige Tipp ist das Verständnis für die Intensität. Das heißt, man hört immer von gewissen Leuten, die denken, oh, ich habe voll viel Ahnung und ich habe mehr Ahnung als die anderen. Man darf nicht jedes Training bis zum Muskelversagen gehen. Und da ist es extrem, man muss den Sinn dahinter verstehen. Es ist bei manchen Trainingsphilosophien oder manchen Strategien gar nicht sinnvoll, jedes Mal bis zur maximalen Erschöpfung zu gehen. Aber wenn ihr keinen Plan habt, zum Beispiel beim Bodypeak ist es so, wir haben Phase 1 und Phase 2. Phase 1 ist dafür ausgelegt, wirklich Kraft auszubauen. Deswegen haben wir das Volumen sehr gering gemacht. Also man darf nicht bis zur Grenze gehen, man schwitzt nicht mehr beim Training, aber dafür eine extrem hohe Frequenz, damit wir halt Kraft aufbauen. Wenn ihr aber nicht ein System habt, was wirklich darauf ein bestimmtes Ziel hat, dann ist es schon extrem wichtig, wirklich immer bis zum Muskelversagen zu gehen. Wenn ihr das sozusagen nicht als richtiges System habt, ich sehe immer wieder Leute, die sagen, hey, ich mache hier, ich trainiere jeden zweiten Tag richtig hart und sage, ja, 12 Wiederholungen, dann machen die tatsächlich einfach nur 12 Wiederholungen, aber sind gar nicht erschöpft, weil sie sagen, ja, aber auf dem Trainingsplan sind 12 Wiederholungen. Aber diese 12 Wiederholungen sind am Ende ja nur dafür da, dass du sagst, hey, du wählst so ein Gewicht oder nimmst so eine Übung, wo du maximal 12 Wiederholungen schaffst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Man kann nicht einfach pauschal sagen, es ist falsch, immer bis zum Muskelversagen zu gehen, aber man kann auch sagen, es ist richtig. Man muss immer gucken, hey, in welcher Periode von meinem Training bin ich gerade. Aber wenn ihr keine habt, wenn ihr einfach sagt, ich gehe einfach stumpf hin, mache meine 3x3 Sätze, dann geht immer bis zum Muskelversagen. Aber wirklich dazwischen sehr lange Pause haben, das ist super wichtig. So, das war's. Wir fahren zum Training, gibt's den nächsten Tipp. Ich fange jetzt erstmal an zu essen. Ich knall mir so einen Burger rein, warte. So, jetzt geht's ab ins Gym, bisschen Boxen. Nehmen wir mit, let's go. So, der zweite wichtige Tipp, den ich immer sehe bei Leuten, die Muskeln aufbauen wollen, ist, dass die Range of Motion nicht geil ist. Das heißt, wenn die eine Übung machen, machen die es nie in der kompletten Ausführung. Als Beispiel jetzt Liegestütz. Wenn wir Liegestütz machen, dann versuchen wir eine Erhöhung zu nehmen. Das heißt, wo haben wir generell einen höheren Muskelreiz? Wenn wir einfach nur den hier machen, bumm, oder wenn wir richtig schön in Dehnung reingehen. Das heißt, von hier, bumm, jetzt gehen wir so tief wie wir können, bumm, hier haben wir eine schöne Dehnung und hier ziehen wir wieder raus, bam, und wieder rein. Das bringt so Spaß. Ich hab voll Bock jetzt zu essen. Man hat ein tausendmal besseres Gefühl. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Das kannst du bei Waden machen, das kannst du bei allen Muskeln machen. Das habe ich jetzt letztens bei mir gemacht. Ich habe den YouTuber Knees Over Toes, so hieß der Typ, glaube ich. Der hatte extrem kranke Knieprobleme und hat halt ziemlich geil immer so ein paar Trainingsmethoden vorgestellt. Und da ist eine, dass er sagt, hey, wir gehen komplett in die Dehnung rein, um danach sozusagen den Muskel perfekt zu reizen. Und das wenden wir natürlich nicht nur an in der Prävention, sondern natürlich auch beim Muskelaufbau. Super Tipp, jetzt wird erstmal geballert. Vergiss nicht viel zu trinken, ich vergesse das teilweise und mein Trick ist es, dass ich einfach immer eine riesen Flasche habe und die versuche ich am Tag auszutrinken, dann weiß ich, ich habe das Minimum schon erreicht. Ich bin jetzt hier ungefähr ja, bei 30%, also relativ gut am Tag dabei. Mein letzter Tipp und zwar
hat nicht zu hohe Erwartungen, weil man denkt immer so, hey geil, ich pumpe jetzt mal 2-3 Mal Muskelkater und dann erwartet man schnell Muskeln. Es ist immer, das ist ganz klar, dass wir beim Muskelaufbau immer ein bisschen länger brauchen als beim Fettverlust. Wenn relativ schnell Fett verlieren, aber Muskeln, dauert das halt wirklich 1-2 Monate, bis man wirklich große Unterschiede sieht. Das heißt, da lasst euch nicht zu doll demotivieren. Ach ja, und achtet auf jeden Fall auf euren Testosteronspiegel. Das ist immer noch mal so ein Ding, da gibt es ein paar Sachen, die man beachten soll. Das habe ich im letzten Video gemacht. Packe ich hier irgendwo rein, könnt ihr raufklicken, könnt ihr direkt durchgucken. Genau, wenn ihr mehr so von solchen Vlogs sehen wollt, dann schreibt mir das gerne auf YouTube und Instagram. Folgt mir da natürlich auch, da knall ich immer relativ viele Sachen raus. Genau, wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Genau, jeden Sonntag ab jetzt wieder ein Vlog mit einem gewissen Thema. Abonniert, knallt irgendwas in die Kommentare rein. Lasst immer das Video durchlaufen, damit der Algorithmus denkt, oh, voll geiles Video, damit wir einfach generell, ich versuche so eine Mischung zu machen, weil unsere Community ist halt ziemlich krass getrennt. Und die einen sind nur für Fitness, die anderen für Kampfsport. Und ich versuche das so ein Stück weit zu mischen, dass man immer gewisse Themen hat und dann aber nebenbei noch andere Sachen zeigt. Zum Beispiel jetzt Boxen habe ich euch die B-Roll gezeigt, dass man da einfach ein bisschen Inspiration sammeln kann, dass du das, genau. Ich freue mich auf die Zukunft, wir geben richtig Gas. Wir haben jetzt Mai, haben wir ein Headquarter angemietet, das heißt, da wird es auch in Zukunft immer Streams geben, noch ein kleines Fitnessstudio drin, dass wir da einfach viel mehr produzieren können. Da freue ich mich ultra drauf. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dabei. Haut rein. Ciao, ciao.